Ja, hallo und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge um die 2. Ja, ich hatte ja in der letzten Folge zum EMT Palma Bus gesagt, hier die deutsche Variante. Nee, im letzten Video. Man könnte ihn ja mal testen oder vergleichen. Und da schrieb dann jemand, hey, kannst du doch nicht den von Darius, den C1 von Darius mit dem MAN von V3D vergleichen. Ich dachte mir, warum darf man das nicht? Klar darf man. Weil hier haben wir, ne? Hier haben wir den Palma, deutsche Variante, hier haben wir den MAN und hier haben wir ein Citaro C1 mit Morphe Sounds. Der übrigens auch, der MAN übrigens auch Morphe Sounds hat, weil auf im Omsi-Forum steht nämlich an beteiligten Personen unter anderem Morphe und Altair. Das heißt, wir haben hier sogar zwei Altair-Busse gegen einen Darius-Bus. So, alle drei haben sie Void-Getriebe. Ich habe extra darauf geachtet, dass sie das Void haben, ne? Und er hat sogar, der hier hat sogar das Void-Diva drin, genauso wie er hier, da diese laut Beschreibung ein Void-Diva-Getriebe hat. So, und dann wollen wir doch jetzt mal sehen und vergleichen vom Sound her, wer nun wo, das ist, ne? Was ich meine, weil, wie gesagt, wir haben hier einmal, wir haben hier zweimal, oder besser. Wir haben hier, naja, eigentlich ist das hier auch gute Qualität. Vom Sound her ist der Bus, gut, er hatte die damals nicht, die kamen erst danach, dank Morphe Sounds, ne, dank den lieben Morphe, hat er jetzt genau die richtigen Sounds. So, können wir hier mal wegmachen. Ja, wie gesagt, wir werden jetzt erstmal hier in den Bus springen. Mal gucken, wie das nochmal war. So. Elektrik war ja noch an. Okay. So. Gehen wir mal nach hinten. Hören uns den Innensound an. Das ist also jetzt der Palma deutsche Variante. Im Stand. So, dann gehen wir mal nach draußen. Ich werde auch eine Runde fahren, keine Sorge. Im Stand würde ich sagen, so lala. Ja? Was ich zu bemängeln habe, ist, wenn er fährt. Das hört sich so grausam an, finde ich. Warte mal kurz. Er hat hier wieder mal nicht. Jetzt hat er. Also ich finde, außen, es geht so. Huch, da stehen ja Busse. Wir sind ja auf dem Betriebshof hier. So. Aber innen finde ich den schrecklich. Das hört sich an, als hätte da wirklich irgendwas, irgendwelche Sounds zusammengepackt. Ich hoffe, man kann hier eine Runde fahren auf dem Betriebshof. Ich dachte, wir befinden uns hier im EMT Palma, deutsche Variante. Also, ich weiß nicht, ich finde diesen Sound einfach nur abartig. Ich finde ihn einfach nicht. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass der so klingt in der Realität. So. Dann halte mal an hier. So. Dann nehmen wir uns jetzt mal den Schicken immer hin. Gehen mal nach hinten. Komm, gehen mal ganz nach hinten. Sind wir hinten am Fenster? Ja, so. Dann wollen wir mal starten. Alleine diese. Entschuldigung. Ich weiß, ich stirb leise.
So, wie gesagt, das ist das Getriebe. Auch von Morphin. Auch ein Void-Getriebe. Zwar nicht das Void Diva, vielleicht gibt es ja da noch kleine Nuancen Unterschied, ich weiß es nicht. Aber der klingt nach was. Da ist. Hä? So, gehen wir mal nach außen. Alleine das hört sich ja schon mal nach Motor an. So, dann machen wir dasselbe, wie wir eben mit dem anderen Bus gemacht haben. Wir fahren jetzt hier eine Runde. Ich wollte eine Runde fahren. Ah ja. Alles klar. So, dann gehen wir auch wieder hier nach hinten. Alleine die. Wenn der Bus fährt, das hört sich komplett anders an. Und das meine ich mit Qualität, weil das sind coole Sounds. Das sind. Ja, das ist halt Morphi-Sound. Und dann man hört hinten diese Pfeifen vom Void-Getriebe, wenn man bremst. Weiß ja nicht, ob die Sache ist, eine andere Sache ist halt, ich weiß nicht, ob das beim Void Diva genauso ist. Aber das werden wir ja gleich merken. Weil wir haben ja noch den anderen C1 von Altair. Den hat Darius nicht gebaut, den hat Altair gebaut. Aber wie gesagt, da. Ach, herrlich. Kann ich einfach nur sagen, herrlich. Huch, hier ist unsere Lücke. Hier soll er wieder hin. So. So. Haben wir alles ausgemacht hier? Ja. So, jetzt kommen wir zum C1 von Altair mit Morphi Sounds. Gehen wieder nach hinten. Ganz nach hinten, Kamera, danke. So. Hä? Dann denk doch mal. Motorsound. Genauso wie halt wie beim MN. Das ist einfach nur geil. Da kann dieser Palmerbus einfach nicht mithalten. Gut, okay, der einzige Unterschied ist hier, das sind zwei Türe. Das da sind drei Türe. Und er hier hat einen Void Diva drin. Und das ist einfach mal. Und so weiß ich auch, so hört sich ein Bus in Realität an. Und nicht so wie der EMT Palmerbus. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der sich so wirklich in der Realität anhört. Gut, okay, ich war noch nie in Spanien. Ich weiß nicht, wie die Busse sich da anhören. So. Dann wollen wir mal Gang rein. Warum du jetzt eine Haltestellenanzeige an hast? Achso, weil ich ja F12 gedrückt habe, ja, fürs Foto. So. Das Einzige, was ich bei diesem Bus halt zu bemängeln habe, ist, dass der Spiegel halt da oben ist. Aber wenn das so, wie gesagt, das ist halt von Altair und von Morphi so gewollt, dass der da so oben ist, habe ich mir sagen lassen. Gut, dann wollen wir mal. Wollen wir jetzt fahren? Ja, wir wollten fahren. Gehen mal nach hinten. So. Ah, das ist doch. So, dann mal draußen.
Das ist typisch Mercedes-Benz-Sound. Das ist Mercedes. Da weiß man, dass man sitzt in einem Mercedes-Bus. In einem Citaro. Und auch da kommt wieder diese Pfeifen von hinten. Vom Voigtgetriebe. Das ist einfach mal Motorsound. Das ist. So. Wir können gerne noch mit dem Palmer nochmal fahren. Aber ich finde, das ist kein Sound für mich. So. Dann fahren wir nochmal Palmer. EMT Palmer, deutsche Variante. So. Wie gesagt, im Stand hört er sich an wie ein Citaro, wie er sich anhören soll, von außen. Aber ich sag halt nur im Stand. Ich kann gerne noch mal nach hinten gehen. Wartet mal, wir werden mal den Motor laufen lassen. Und steigen hier in den Citaro ein. Fahr den mal daneben. Hier, wenn ihn da gleich noch mal daneben stellen, dann wird er den direkten Vergleich haben. Weil hier hört man wirklich keinen Staubsauger so. Die Suche oder die Pfeife ist vom Voigtgetriebe. Vom Voigtdiva. Weil, wie gesagt, ich wiederhole mich gerne. Der hier, von Alter mit Morphy Sounds, hat auch ein Voigtdiva. Das ist der Voigtdiva von Morphy. So, dann gucken wir mal, dass wir jetzt direkt daneben kommen. Wir lassen auch hier den Motor laufen. So, und wie wir hören. Das ist so, wie gesagt, habe ich ja gerade vorhin auch gesagt, das ist, man hört halt, das ist ein Mercedes-Benz Citaro-Bus. Man hört es. So. Gut, okay, hier hat man halt, wie gesagt, das Nageln vom Diesel. Wie gesagt, im Stand kann man sie, sind sie fast identisch. Aber das hört sich dann meistens, wenn ich Gas nehme, auch fast an im Außenbereich, wie eine, als würde da noch eine Nähmaschine mitarbeiten. So, wenn wir nach innen gehen. Hat der hier einen kleineren Vorteil, finde ich, vom Sound her, weil man hört dieses. Ne, diesen Nagel. Ich sag dazu mal Nagelsound, weil diese tick, 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 ne, wenn er steht. Gut, aber ansonsten, wie gesagt, wenn er fährt, der hört sich schrecklich an für dich. Das ist für mich kein Sound. Das ist, wie gesagt, C1-Sound mit C2-Sound gemischt.
Hört sich an, als würde da noch ein C2-Motor oder so von Darius. Und da kommt auch nicht wirklich dieses Void tiefer rüber, wenn man bremst. Und wie gesagt, man kann sie wohl vergleichen. Man kann auch Qualität mit Quantität vergleichen. Einziger Vorteil ist, dass er da halt den... ich sag mal nicht Vorteil, ich sag mal jetzt einen positiven Punkt hat, dass er halt den Spiegel, dass sie den Spiegel weiter runtergesetzt haben. So, ich mach mal den hier aus. Oder? Ne, den lassen wir mal laufen. Gehen wir mal raus. Machen den hier aus. Gut, hier hört man das Standgeräusch, hört man hier bei dem hier, bei Morphy. Halt draußen besser als innen. Gut. Aber wir machen den hier mal aus. Ja, wie gesagt, von hier hört sich der Palm auch an wie halt ein vernünftiger Citaro-Bus. Gegen das Standgeräusch kann man nicht sagen. Da muss ich sagen, okay, vielleicht habe ich ein bisschen übertrieben im Video, aber wie gesagt, hier im Standgeräusch kann man nicht gegen sagen. Aber wie gesagt, im Fahrbild, also wenn er fährt, finde ich den. Ne, das ist er ja gar nicht. Huch, geh mal raus hier. So, wie gesagt, wenn man ihn bewegt und na, da habe ich dann so einige zu bemängeln und wie gesagt, also hier ist auch so einige Tier nicht ganz in Ordnung und so. Aber wie gesagt, es ging ja jetzt rein weg um die Sounds. Nun haben wir sie alle drei verglichen. Wir, jetzt haben wir hier den EMT Palmabus verglichen mit dem. Ist ja eigentlich ein C1 von Darius. Dann haben wir den von Altair und wir haben drüben den MAN gehabt. Wie gesagt, hier ist er ja nochmal, der C1 von Altair. Und der MAN von V3D. Wo übrigens laut Beschreibung auch Altair und Morphy mitgewirkt haben. Das hier, weiß ich nicht, wer hier alles mitgewirkt hat. Mir wurde nur gesagt, dass dieser Bus halt von Darius ist, der C1 hier. Und nun weiß ich aber auch nicht, ob das hier am Repaint liegt, dass das hier so komisch. Ach, das, gut, okay, das liegt am. An der Spiegelung, alles klar. Mal hier. Ja, wie gesagt. Ne? Wisst ihr Bescheid. So. Wie gesagt, nochmal. Alle drei haben das Void-Getriebe drin. Wie gesagt, der hier ist von V3D, der hier ist von Darius und der hier ist von Altair mit Morphy Sounds. Die Sounds weiß ich nicht, von wer die erstellt hat, keine Ahnung. Und wie gesagt, hier hat auch Morphy mit dran gewirkt und sogar Altair mit dran gewirkt am MAN. Deswegen ist er ja wahrscheinlich auch so geil geworden. Und ich muss sagen, entweder ist es durch das Schwarz. Aber ich finde, der ist entweder täuscht oder... Kann aber auch täuschen durch das Schwarz hier vorne, dass der ein bisschen größer wirkt, finde ich. Dass er ein bisschen größer geraten ist als. Okay, man hat hier halt die Lüftungsschlitze weggelassen. Hat hier oben den Blinker weggelassen.
Das sollte jetzt erstmal gewesen sein. Da waren sie alle drei. Ich dachte, hier, das war der Ausgangspunkt, ne? Der EMT Palmerbus als festische Variante, als deutsche Variante. So. Und hiermit verabschiede ich mich und ich sage Tschüssikowski, bye bye. Bis zur nächsten Folge. Euer Lumpi.